Servus, liebe Zuschauer. Heute haben wir eine Einhandkettensäge DUC 252. Die habe ich von einem Freund bekommen, also als Leihgerät, weil ich da so ein paar kleine Bäumchen und Sträucherchen zu schneiden habe und möchte natürlich gleich die Gelegenheit nutzen, um die vorzustellen. Ich habe die Kette gerade schärfen lassen und werde die jetzt mal wieder zusammensetzen. Hier ein kleiner Tipp übrigens, man sollte, auch wenn hier schön das Makita in diese Richtung draufsteht, ab und zu sollte man die Kette auch mal andersrum drehen, beziehungsweise das Schwert manchmal andersrum drehen, sodass einfach auch die Kugellager mal in die andere Richtung laufen. Ja, Kette drauf. Eingespannt. Und wieder ran. Das ganze Ding hier kann man werkzeuglos wechseln. Also hier ist dieser bekannte Dreher und Spanner mit dran, sodass man werkzeuglos werkzeuglos einspannen kann. So. Ist eigentlich recht simpel. Kette wechseln geht ganz schnell. So, das ist ein 25 cm Schwert. Es ist eine Einhandsäge. So. Jetzt ist es gespannt. Und wieder fixieren. Festdrehen. Zuklappern. Klappen. Es ist eine 36 Volt Einhandsäge. Ich habe hier zwei 6 Ampere Akkus. Also Einhand ist gut, die hat schon ein Gewicht. Ja. Geht auch direkt los. Normalerweise ist diese Einhandsäge hier nur für den professionellen Gebrauch gedacht. Das heißt also, man braucht dazu Motorsägenschein, glaube ich, um die zu bekommen. Ich habe einen Motorsägenschein, was nicht so das Problem ist. Und gedacht ist sie eigentlich so zur professionellen Baumpflege oder eben auch für, habe ich hier so ein Beispiel, oder eben auch zum so Dachdecker verwenden, zum Beispiel oft, wenn sie oben die Dachlatten kürzen müssen oder eben mal schnell irgendwelche Balken zurechtschneiden müssen, dann ist die hier sehr handlich, sehr klein und man kann eben mal ganz schnell was absägen. Ne? So, 36 Volt habe ich schon gesagt. Was eine Säge, also was auch eine Akku-Handkreissäge braucht, ist natürlich Öl, Kettenöl. Auch das hier an der Seite einfach einfüllen. Ja, ist leer. Man sieht es auch, hier ist ein, also solange es durchsichtig bleibt, man sieht hier an der Seite auch den Füllstand normalerweise. Aber wenn das irgendwann eine Weile in Gebrauch ist, dann wird man das kaum noch sehen. Das muss also auch noch rein. Im Vergleich zu meiner großen, die auch ein 36 Volt Gerät ist, ist das Schwert, ich habe hier ein kürzeres Schwert dran gemacht, ist das Schwert natürlich ein bisschen kürzer hier. Und die ist halt mit beiden Händen zu bedienen. Ne? Gut, 25 cm hier ist der Stopper, ne, dass nichts mehr passiert. Wenn der von nach vorne gedrückt ist, passiert nichts. Und wenn er wieder nach hinten geklappt ist, kann man wieder loslegen. Was kann man noch dazu sagen zu dem Teil? Hier sind die bekannten Warnlampen. Wenn eine der beiden Batterien leer ist, dann leuchten die rot. Aber bei den ganzen neuen Akkus hat man ja ohnehin hier die Anzeige, wie voll die sind. Die sind jetzt zu 3/4 voll. Ja, mehr kann ich, glaube ich, eigentlich gar nicht dazu sagen. Also ich finde sie total handlich, total, ja, einfach,
ja, einfach, recht einfach. Aber ich muss zugeben, auf Dauer möchte ich die in einer Hand nicht halten. Ja, also man hat zwar hier eben noch einen Griff für eine zweite Hand, aber die ich wette, die wiegt so, ich schätze mal so 4 bis 5 Kilo, 4 Kilo wiegt die schon. Also im Vergleich zu dem Schlagschrauber hier, hat ungefähr das gleiche Gewicht. Und den Schlagschrauber möchte ich auch nicht den ganzen Tag in der Hand haben. Gut, ich würde sagen, wir setzen uns jetzt in James rein und fahren mal kurz in den Wald und machen mal so ein paar kleine Ästchen von den Bäumen ab. Beziehungsweise vielleicht hauen wir auch mal einen etwas dünneren Baum um oder so. Ja, wie man hier sehen kann, ist auf jeden Fall ein bisschen professionelle Baumpflege notwendig.
Bevor ich zur Zusammenfassung komme, einen herzlichen Dank an Wolfgang und Stefan. Die haben jeweils 5 Euro in die Makita-Kasse gespendet, unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Wie gesagt, wird verwendet für die Akkus, für diese Billig-Akkus, die ich ganz gerne mal ausprobieren möchte. Also zusammenfassend, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte damit nicht länger als eine, sagen wir mal, halbe Stunde arbeiten, weil da muss man schon ein ganz schöner Muskelprotz sein, um das Ding die ganze Zeit einhändig zu halten. Also Einhandsäge würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so unterschreiben. Zum Glück ist hier noch ein zweiter Griff dran und man kann dann kleinere Sachen oder eben größere Sachen auch mit beiden Händen machen. Wobei, da sind die beiden Griffe wieder sehr nah beieinander. Bei der größeren Säge sind die einfach ein bisschen weiter auseinander und man hat einen besseren Hebel. Ja, was noch? Ein kleiner Unterschied. Also hier sind ja die Zacken dran, um ordentlich durchzudrücken durchs Holz. Und hier sind die Zacken ersetzt durch ja so ein bisschen Plastikerhebungen, Kunststofferhebungen. Das macht einen marginalen Unterschied, aber das macht einen Unterschied. Ja, ansonsten, also wenn ich die Wahl hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich die hier nehmen, das Schwert vielleicht sogar noch kürzer machen. Man kann ja dieses kurze Schwert auch hier drauf machen und dann kann man eben auch kleine Schnitzarbeiten und kleine Baumschnittarbeiten mit der hier machen. Gut, das war es soweit zu der DUC 252. Falls euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal, stellt mir Fragen in den Kommentaren und wie gesagt, wenn jemand in die Makita-Kasse spenden möchte, sehr gerne. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.